Das würde das Ganze ein bisschen übersichtlicher und angenehmer machen. Wer schreit? Wer? Kaul sei Dank. Endlich. Hey, Hilfe! Hilfe! Was ist hier los? Kreaturen aus dem Meer. Auf der Anlegestelle. Hab mich hier versteckt. Aber die Wände werden sie nicht aufhalten können. Bitte helfen Sie mir. Was für Kreaturen? Wovon reden Sie? Wild Beaster. Sie sind wegen dem Blut gekommen. Sie fressen die Toten. Ich suche Kapitän Sanders. Ist er hier am Hafen? Haben diese Kreaturen ihn erwischt? Ich habe Sanders gesehen. Helfen Sie mir. Dann sage ich Ihnen, was ich weiß. Alles klar. T. Ja, genau, der Kampf. Wenn du dich duckst, sinkt die Wahrscheinlichkeit, entdeckt zu werden. Okay, das ist gut. Gegner können nicht nur körperlichen Schaden verursachen, sondern wirken auch unter Umständen negativ auf die Psyche. Einige Gegner verfügen über einzigartige Fähigkeiten, mit denen sie dich kalt erwischen können, aber die meisten von ihnen haben auch Schwachstellen. Munition und andere Gebrauchsgegenstände sind rar. Du gelangst nur an neue Vorräte, indem du plünderst, Gegenstände fertigst oder Questbelohnungen erhältst. Schusswaffen laden sich nicht von selbst. Alles gut zu wissen. Da unten sehe ich schon so einen. Von diesen Wildbeestern. Erwischt. Auch erwischt. Oh, echt, das war schon nur zwei? Hafen wieder sicher? Das ist gut. Die sehen echt creepy aus. Ich mag das Design von den Viechern. Von denen das Design mag ich. Die anderen, die ich jetzt schon gekillt habe, die etwas größer waren, die mochte ich nicht so. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Erschossen. Aus nächster Nähe. Jede einzelne Kammer wurde geleert, aber riecht noch nach Schießpulver. Die einzelne Kammer wurde geleert, riecht aber noch nach Schießpulver. Erschossen aus nächster Nähe. Das ist interessant, wir entdecken direkt noch was anderes. Ist das wohl Sanders? Die Monster haben nicht viel übrig gelassen. Zu so etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Was zur Hölle? Okay, mein Wahnsinn ist sehr gering. Holy shit. Okay, das hat einige interessante Effekte, muss ich mal sagen. Das waren diese Auswirkungen, dieses ganze Geflüster, das man hört, das krisselnde Bild, dass es dunkler wird, dass der Charakter sich Sachen einbildet, Insekten und so etwas hier rumschwirren. Das ist sehr cool gemacht. Ich weiß noch nicht, was passiert, wenn sie wirklich komplett auf Null fällt. Schauen wir das gleich am Hafen weiter an. Wenn die Anzeige wieder voll ist. Erstmal rede ich mit denen. Die Kreaturen sind erledigt. Und jetzt erzählen sie mir von Sanders. Er ist vor ein paar Stunden zurückgekommen. Diese Dinger, sie sind wegen ihm aufgetaucht. Was ist auf der Titania passiert? Es war schrecklich. Ein Massaker. Hab Schüsse gehört und bin nach draußen. Und da habe ich alles gesehen. Blutende, sterbende Seeleute.
Das Blut ist ins Wasser gelaufen und dann... Dann sind die Wild Beasts gekommen. Dieser Sanders, was für ein Mensch ist er? Ein Neuankömmling. Scheint ganz in Ordnung zu sein. Ein fähiger Kapitän, der seine Mannschaft gut behandelt. Ich muss Sanders finden. Wo ist er? Hab ihn weglaufen sehen. Gleich nach der Schießerei. Bin zur Anlegestelle. Aber hab dann nicht gesehen, wo er hin ist. Haben Sie sonst noch jemanden von der Expedition gesehen? Nö. Nur Sanders. Ich wette, außer ihm hat es keiner zurückgeschafft. Okay, neuer Hinweis. Ja, da. Gedankenspiele. Kapitän Sanders floh. Kapitän Sanders floh vom Hafen, als die Kämpfe auf der Titania entbrannten. Verbrannte Dokumente der Informationen. Das hängt nicht zusammen, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay, er ist geflohen. Jetzt. Mein Wahnsinn ist zurückgegangen. Ich mich hier nochmal genauer umsehen. Das ist die Titania. Hier sehe ich nichts mehr. Aktuell, da liegt noch was auf dem Tisch. Was ist das? Da haben einige Leute ganz schön gebechert. Ja. Gleich erstmal. Was ist denn für Bilder alles? Cape Cod. Da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. Zeitchartervertrag? Ich, Kapitän Jeremiah Sanders, verpflichte mich hiermit dazu, alle Teilnehmer von Robert Throckmortons Expedition sowie die in der beiliegenden Ladeliste angeführte Fracht an Bord meines Schiffes Titania zu nehmen und die Expedition bei Tiefenmessungen und Tauchgängen zu Unterwasserforschungszwecken bzw. für Beobachtungen der Meeresfauna zu unterstützen. Die aufgeführten Dienstleistungen werden an vertraulichen Stellen in der Cod Bay erbracht. Anschließend übernimmt die Titania den Transport aller Expeditionsteilnehmer zum Hafen von Oakmont. Der Lohn beträgt 70 Patronen. Was ist denn das hier? Soll das eine Statue von Dagon sein oder so? Ich habe keine Ahnung, wie Dagon aussieht. Ich weiß nur, wie Cthulhu aussieht. Diese Statuette würde sich in jeder verschrobenen Sammlung gut machen. Cape Cod. Da waren Markierungen, aber sie wurden entfernt. Oh. Was sehe ich denn da? Ins Meer mit dir! Stirb! Stirb! Okay. Nichts mehr zu saufen? Nach allem, was wir gesehen haben? Sagst du, dass wir keinen Rum mehr kriegen? Du kannst mich nicht umbringen! Nimm das! Ich muss herausfinden, was genau hier passiert ist. Das ist jetzt schwer zu sagen. Ich denke mal, es wird mit der Sauferei angefangen haben. Die haben zuerst nach Ende der Expedition getrunken? Oder so? Nichts mehr zu saufen?
Nach allem, was wir gesehen haben? Dann wurden sie hier überfallen. Sagst du, dass wir keinen Rum mehr kriegen? Ins Meer mit dir! Stirb! Stirb! Dann wurde der hier erschossen. Ist das Sanders? Umbringen! Nimm das! Aus irgendeinem Grund ist die Mannschaft durchgedreht. Nur einer ist entkommen. Sanders. Die Mannschaft ist komplett durchgedreht. Sanders hat damit geschossen. Ihn getötet. Sie haben sich gegenseitig umgebracht. Aber Sanders wurde verwundet. Mit der Axt. Das heißt, vielleicht finde ich noch eine Blutspur. Erstmal schaue ich in die Gedankenspiele. Da. Die Seemänner auf der Titania griffen sich gegenseitig an. Der einzige Überlebende hat eine schwere Schulterverletzung. Gut. Kapitän Sanders verletzt. Der Hafenmeister sah, wie Kapitän Sanders die Anlegestelle verließ. Der einzige Überlebende der Kampfhandlungen an der Anlegestelle 3 in der Grimhaven Bay ist ein Mann, der nun schwer an der Schulter verletzt ist. Kapitän Sanders ist der verletzte Mann und versucht nun sicher medizinische Hilfe zu bekommen. Okay, so. Also, Fallmappe. So. Was ist denn der Vertrag? Kapitän Sanders verletzt. X. Braucht medizinische Hilfe. So, die Frage, wo ist das nächstgelegene Krankenhaus? Das einzige Krankenhaus, das ich so kenne, ist das dort. Nee, das ist eine Irrenanstalt. Kein Wunder, dass ich da keine Medizin gefunden habe. Ja gut, Medizin sollte aber trotzdem sein. Sonst ist hier kein Krankenhaus angezeichnet. Wo könnte er hingegangen sein? Das Meer ist dieser Tage verflucht. Tja. Gute Frage. Wo findet Kapitän Sanders denn jetzt medizinische Hilfe? Ich werde nochmal kurz sicherheitshalber nochmal nachschauen, dass ich nichts verpasst habe. Jede einzelne Kammer wurde geleert, okay. Aber riecht noch nach Neues. Schießpulver. Zu so etwas kann nur ein Wahnsinniger fähig sein. Gefunden, ja. Wo wird er hingegangen sein? Was ist denn nochmal hiermit? Das wird eigentlich nichts mehr.
geht jetzt jemand mit schweren Verletzungen hin? Du weißt echt nichts mehr? Das Meer ist dieser Tage verflucht. Ich weiß jetzt echt nicht, ob ich in die Irrenanstalt gehen soll oder ob das eine verschwendete Zeit ist. Ich sehe halt auch echt keine Blutspur oder derartiges, die mir weiterhelfen könnte. Die Tür gibt nicht nach. Oh, die Bar hat geschlossen. Es kann natürlich sein, dass er immer noch in der Nähe des Hafens ist. Was ist denn das hier? Hier ist ein Krankenhaus. Habe ich vorher noch nicht gesehen. Werde ich mir... St. Mary's Krankenhaus werde ich mir mal als Ziel nehmen. Ich schätze, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass ich ihn dort antreffen werde, oder? Auf der Karte ordentlich schauen. So. Ich muss quasi hiermit weiterfahren. An der ersten Kreuzung vorbei. An der fahre ich ja sowieso vorbei, weil ich dort starte. Also. 1, 2. Okay, es ist egal, ob ich bei 2 oder 3 links aussteige. Ja, bei 2 oder 3 links. Ich wollte nur mal kurz gucken. Gerade kurz gucken, hier geradeaus muss ich. Eins. Oh, was ist denn mit dem passiert? Hallo? Kann ich hier anlegen? Ja. Glotzen Sie so, Neuankömmling! Rock, erschütten Sie! Ha! First Aid. Ne, eins hat er noch rechts. Steht mir da drauf. Hier sind nochmal hier, die sind diese. Sie finden bestimmt etwas, das Ihnen gefällt. Billiger ist's nirgendwo. Warum kann ich nicht mit dir handeln? Das finde ich schade. Ich hoffe, es kommen bald ein paar Mods raus, die das Spiel nochmal deutlich erweitern, dass man mehr Munition findet und auch mit den ganzen Leuten da handeln